Das bin ich, Hendrik. 7 Tage arbeite ich auf dem Bau. Den kannst du auch gleich entnageln. Entnageln? Ja, die Nägel durchhauen. Ja, und dann von der anderen Seite rausziehen. Mit der Kerbe. Guck mal einmal. Hier. So einfach geht. Wie ist das eigentlich, wenn man auf Montage ist und dann auf so einer Baustelle lebt? Die ganze Woche, über Monate. Davon handelt dieser Film. Hier in Bremen, direkt am Hafen, wird eine alte Orangensaftfabrik umgebaut. Da sollen jetzt Luxuswohnungen rein. Und weil ich noch nicht weiß, wie das geht, trage ich erstmal nur Steine. Über 20 Kilo wiegt so ein Ding. Es ist nicht dankbar, sowas. Ist nicht rückenfreundlich. Ich kriege immer jeden paar Monate habe ich was getrunken. Braucht man einen guten Orthopäden. Boah, da geht ja, glaube ich, keiner von uns hin. Ne? Wenn du einmal hingehst, dann offenbart der da, was alles kaputt ist. Geht mal jetzt gar nicht hin. Will man nicht wissen. Ja. Hier ist richtig. Da ja, da rein. Geht mal schon rein. Ich hol Wasser noch. Moin. Wie spät ist das jetzt? Viertel nach 9. Viertel nach 9. Um 9 ist das immer Frühstück, oder? Um 9 bis halb 10, ne? 9 bis halb 10. Und Mittag halb 1? 1. Volker hat bei den Maurern das Sagen. Viel redet er aber nicht. Schon gar nicht beim Frühstück. Das ist immer das Schönste. Die sind noch leicht, denk da dran. Ja, immer. Wie die sind, ja, gut. Die 24er, da scheißt man in die Hose fast. Also, ja, das ist fast so. Okay, ist eher das ans Kreuzbrechen gedacht, aber. Ja, aber das ist so. Kann alles passieren auf dem Bau. Ja. Wie lange bist du jetzt dabei? Ich bin jetzt, gehe ins 26. Jahr mit Lehrer zusammen. Ins 26. Wie alt bist du? 43. Und merkst du das schon irgendwie im Rücken oder? Ja, Knie und Rücken, ne? Merken wir ein bisschen, ne? Knie am dollsten. Echt Knie? Mhm. Deswegen habe ich die Kniepolster schon drin, ne? Muss er ja auch ein bisschen, ne? Bis zur Rente. Ja, muss noch ein bisschen, ne? Ich meine, ich merke das ja jetzt schon hier den ganzen Tag irgendwie. Kriegt man dann irgendwie auch so, kommt mal irgendwie so ein Gefühl, dass man da auch so eine Routine für entwickelt? Ja, eigentlich nicht von der Schulter her, ne? Wenn man das so hochhebt, dann aber. Und viel Entspannung. Ne? Spannung? Ja. Massieren lassen. Ach so. Wer macht das hier auf dem Bau? Ja, hier auf dem Bau keiner. Auf der Baustelle wird normalerweise wenig gesprochen. Schon gar nicht über private Sachen. Wenn man so lange zusammenhockt, weiß man eh alles über den anderen. Seit einem halben Jahr arbeiten die Männer unter der Woche in Bremen. Zu Hause ist woanders. Auf dem Bau wohnen die Männer im Container, viele zu zweit. Ich wohne allein. Home sweet home.
Das ist von Volker, das Kabel. Die Container sind Schlafzimmer, Küche, Bad und Wohnzimmer. Aber andersrum, ne? Volker, sonst kriegen wir keinen Kanal. Kein Signal! Kein Signal! Los, seht zu hier, Fußball! Jo! Sag was! Ja, Bild weg! Bild weg, andersrum. Ja, ist wieder. Halt. Wunderbar. 2-0 noch für Tschechien. Feierabend. Nach meinem ersten 14-Stunden-Tag bin ich dreckig, verschwitzt und einfach nur kaputt. Ein bisschen ist das hier wie im Urlaub auf dem Campingplatz. Nur dass man im Urlaub natürlich ausschlafen kann. Das ist Tobias, der Polier. Ja, die laden wir bitte beim gelben Kran ab, dass wir die dann hochziehen können. Der Kranfahrer steht da. Gut, alles klar. Bis dann. Tschüss. Der Polier ist so etwas wie die rechte Hand des Chefs auf dem Bau. Na Heiko, schafft ihr das heute noch? Ja, ihr bleibt so lange hier, bis das fertig ist. Es muss halt alles so weit stehen, dass sie morgen betonieren können. Okay, und so lange bleibst du auch. Ja. Alter! Muss ich. Ein gutes Beispiel voran. Ja. Aber zu Hause baust du nicht auch noch, ne? Doch, zu Hause bin ich auch noch am Bauen. Echt? Ja. Aber das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ja, wollte ich gerade sagen. Hier, die schwierigste Phase zu Ende ist, dann werde ich wohl zu Hause weiterbauen. Oder wenn das fertig ist. Nimm am Wochenende noch weiter. Nein, dann mach ich erstmal Urlaub. Fertig. Wo geht's hin? Auf den Bau. Zu Hause. Ach so. Ich nehme mir Urlaub, damit ich da dann weiterarbeiten kann. Oh Gott. Ey! Verbiegt! Auf dem Bau geht's ums Machen. Den Plan dafür haben die Arbeiter alle im Kopf. Kannst du mal die große Karte nach oben hinbringen? Wir sollen einmal in der Mitte durchsehen. Die. Boah. Ich muss in der Mitte anfassen und hochdrehen. Einmal schwer heben. Kaum vorzustellen, das hier ein ganzes Leben lang zu machen.
Wie bist du dazu gekommen? Ich? Übers Arbeitsamt, Tillmann. Hier in Bremen läuft ja nichts mehr. Und ab einem gewissen Alter läuft sowieso nicht mehr viel. Weil sie noch Glück haben, dass du bei Tillmann anfangen konntest. So ist die Lage heute. Also das heißt, du bist jetzt gar nicht bei der Firma, sondern hast sozusagen... Ich hab nur einen Zeitvertrag. Und ist das üblich für dich? Ja. Echt von Job zu Job? Jo. Die letzten 10 Jahre. Ist aber auch nicht schön, wenn du nicht weißt, was reinkommt. Nö, aber gewöhnt sich auch dran. Ist auch beherrschbar. Ich würde schon mal ganz gerne wissen, was ich so kriege. Als Arbeitnehmer weiß ich das. Nicht viel. Konstante. Ha? Conti, gleichbleibende Konstante. Gibt es eigentlich Vegetarier bei euch hier im Bauch? Außer mir jetzt, ne? Nee, ich glaube, er ist Vegetarier. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ja, Volker, hier ist die Richtung auf. Gesund ernähren. Nein. Ja. Wenn du hier deine Art irgendwie unterkriegen willst, dann wird's schlecht. Wir brauchen hier kein Nickelfutter, wir wollen arbeiten. Und manchmal kannst du auch kein Brot mehr sehen. Nee. Und dann? Dann musst du dir zu Hause was Richtiges zu essen machen. Dann holst du dir mal 2 Rumsteaks, 800 Gramm und dann knallst du die weg. Manchmal hole ich nur Süßigkeiten für 10 Euro und die knall ich dann weg. Das wird bei Schokoladen. Brot. Wolfgang ist sein Leben lang den Baustellen gefolgt. Immer dahin, wo die Arbeit ist, sagt er. So ist das als Bauarbeiter. Ist das schwer, die zu bedienen? Oben draufdrücken. Hier? Ja, mit rechts und links jetzt. Rechts. Also wenn wir rechts anfassen. Ja. Hier draufdrücken, sonst ja. Geht das eine Sicherung für den Schalter da. Also doppelt gesichert. Ja. So. Mach ich das, halte ich das richtig? Dann hier oben drauf? Ja, jetzt los. Müssen wir kommen. Wenn du wirklich mal reinkommen solltest in die Säge und du hast Handschuhe an, zieht dich die Säge rein. Okay. Du kriegst die Hand nicht zurück. Okay. Du wärst nicht der erste Daumen, den wir aus dem Handschuh rausstecken. Ja. Nee, dann ist nicht bloß ein Finger ab, da sind 4 ab oder so. Hast du? Nee, das war Munition, das war ein Unfall. Achso. Da hab ich mir abgesprengt, den Finger. Okay, hat nichts mit dem Sägen zu tun. Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Der heißt auch Volker. Volker ist Maurer, Betonarbeiter, Einschaler. Auf dem Bau musst du eigentlich alles können. Zweimal 15, bitte. Zweimal 15, Schal. Schalbrett, ja. So, einmal 15 unten rein, bitte. Jetzt musst du das festhalten. Ja. Und jetzt musst du den Hammer auch noch nehmen und dann versuch mal was hinzuklopfen. Ja, siehst du, ich sag festhalten. Das meinst du, ne? Ja. Mit der anderen Hand festhalten dann noch. Ja, warte mal. Vorbei. Nächste. Wir brauchen noch 15. Uwe, 15, bitte. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Sonst ist das weg. Chicago. Warte. Oben hochkloppen und unten die Hand unterhalten, dass er dann nicht weg kann. Das muss man mal zu. Genau so, ja. Und jetzt oben den Hammer klopfen, bitte. Mein Vater sagt: Hendrik, du hast 2 linke Hände. Gut. Das hast du sowas vom Fein gemacht. Der wird gucken. Seit gestern baue ich Luxuswohnungen. Gib mir mal die Blubbe, wo ist die? Wenn hier mal was schief läuft, dann landet das bei Tobias. Klar, das ist ja der Polier.
Dass man auch mal manchmal die Sachen ausbauen, dass man so der verlängerte Arm des Chefs ist. Ja. Erstmal, ne? Dann kriegst du mal einen Spruch oder was? Ja, oder Sprüche weiter, Druck halt weiter verteilen an die anderen, ne? Also halt hängen im Zeitplan. Also was sagt man da, wenn man Druck weitergibt? Also, wie findet man da die richtige Ansprache? Man muss ja, man sitzt ja auch tagelang mit denen auf der Baustelle. Ja, dann man muss ja so ein bisschen abwägen, ne? Wie viel man Druck noch weitergeben kann. Bevor die Leute dann maulig werden, sag ich mal so, ne? Du bist auch ein kleiner Psychologe hier, oder was? Ja, ist man auch, ne? Und Herbergsvater, ne? Zwei Wochen liegen die Männer hinter dem Zeitplan. Obwohl sie hier jeden Tag 12 Stunden arbeiten. Und manchmal auch mehr. Ackern so viel, wie der eigene Körper hergibt. Ein Zuhause schaffen. Immer nur für die anderen. Luxuswohnungen kennen die hier nur im Rohbau. Mach das auch vernünftig. Wasch das vernünftig bitte ab. Ich wasch das auch richtig ab. Guten Batschatz, du machst das dann. Ich wusste nie, was ich als Kind werden wollte. Doch, ich wollte Tierfilmer werden, wie Heinz Sielmann. Da. Ja gut, ist nicht ganz Tierfilmer geworden. Aber wir sind auch Tiere. So war das nicht gemeint. Ich weiß. Ja. Also, siehst du denn auch in 30 Jahren da irgendwie noch? Nee. Das will keiner ja machen, ne? So ein Scheiß. Wie viel? Merkst du ja auch. Guck dir die Leute an. Die mit knapp 60 rum oder mit 50 rumlaufen, sind kaputt. Bauarbeiter sind wie Leistungssportler. Nur ohne Trophäen. Klingt für mich nicht nach Lebenstraum. Achso, hier auf die Anker. Wer denkt, dass man auf dem Bau nicht denken muss, ist dumm. Viele halten nichts von Maurern und Betonbauern. Alles in den Armen, nichts im Kopf und die Flasche Bier ständig griffbereit. Das ist nicht unbedingt der beste Ruf, den ihr habt. Nee. Das ist ja auch, will ich dir ehrlich sagen, das ist ja auch, wenn du jetzt unterwegs mal mit dem Auto angehalten wirst. Manchmal erlebst du ja, da stehen nur Baufahrzeuge in Reihe und da wird Kontrolle gepustet. Und wenn der Spruch, wenn die schon immer ankommen, Feierabendbier getrunken, das ist immer der Spruch, wenn die Polizei die Tür aufmacht, Fahrzeugkontrolle, Feierabendbier getrunken, ist schon so oft gewesen. Da sagen wir auch, habt ihr euer Feierabend noch nicht weg? Und manche von Kollegen sagen dann auch, ja, eine halbe Kiste. Und ich komme mit dem Fahren aber noch klar. Dann kriege ich wieder einen zurück. So läuft das dann. Kotzt dich das an, dass die Leute so denken? Ja, was heißt ankotzen? Ne? Aber der Spruch muss nicht sein. Wir gehen denen ja gegenüber auch geradeaus. Ne? All die Geschichten über Bauarbeiter kennen sie hier selbst am besten. Vor allem die über Saufen. Ja, war schon ganz anders. Dann musstest du ja auch zu den Bierpausen noch das Bier kalt stellen und anbringen. Ja, und mit einem Eimer hochgetragen auf Gerösch. Ja, also. Nee, um 3 Uhr eben auch. Hab ich gesagt, um 11 Uhr. Uhr manchmal vorm Frühstück schon. 11 Uhr. Ja, Wasser. 11 Uhr, genau. Das ging so bis Mitte 90, dann. Ist das mal. Wir haben auch noch. Ja? Ne, bei uns auch auf den Großbaustellen, da war dann nachher striktes Alkohol. Wir dürfen 15 am Nachmittag. Ja, wunderbar. Zu mir? Ja. Danke.
nicht in der. Ich muss noch ein bisschen zu dir. Ha? Geht nicht. Warum? Wir müssen erstmal die Stütze nehmen. So weit kommen wir ja gar nicht, oder? Das ist so weit drüber. Wir müssen ein bisschen Fleisch haben. Das wird zu wenig jetzt vom Aufdoppeln. Da. Mike wollte mal Fußballprofi werden. Vielleicht hätte er sogar das Zeug dazu gehabt, sagt er. Schnell eigenes Geld verdienen konnte man aber nur auf dem Bau. Wie lange machst du das jetzt schon hier? Im Job? Ja. Mit Lehrzeit? Ja. 31 Jahre. 31. Willst du das nochmal machen? Ich sag mal so, wir waren ja mal vom Verdienst her die Spitzenverdiener. Vom Handwerk her. Mhm. Da kam keiner ran. Aber hat sich leider geändert. Echt, ist so viel schlechter geworden. Was kriegst du hier die Stunde? Das Tarif, oder? Tarif, 16,68 Euro. Ich sag immer so schön, mein Körper ist mein Kapital. Mach das schlapp, verdiene nichts mehr. Betonzeit. Der Beton bestimmt, wie lang der Tag wird. Ist er da, muss er in einem Rutsch geschüttet werden. Das kann auch mal die ganze Nacht dauern. Du was? Das ist gut so. Mit Beton und Steinen bauen die Männer, was sich andere auf dem Papier ausgedacht haben. Wenn hier irgendwann mal alles steht, werden andere ihren Namen darunter setzen. So ist das auf dem Bau. Jedem Tag denke ich, ein Stückchen Baustelle weniger. Mike und Uwe sehen vor allem das, was noch zu tun ist. Ein bisschen stolz, also dass so eine Wand steht, oder ist das eher so Routine? Routine. Wenn man hohe Wände jetzt mal macht, ne? So 10 Meter, 12 Meter hohe Wände, dann wieder einen halben. Wenn man ausschaut, ist alles schön sauber, der Beton sieht glatt aus, dann kann man sagen, ja, das ist was Schönes. Ja, aber sowas. Normal. Normal. 0815. Ja. Also ich finde sie trotzdem schön. Es sind die kleinen Dinge, die einen auf der Großbaustelle in den Wahnsinn treiben. Ich hab mir auf den Finger gehauen oben. Oh. Hier, da, alles kaputt. Ja. Sieht aus hier? Ja, ne? Wie Arbeiter. Aber nur wie? Eigentlich müsstest du ja morgen noch eine Urkunde kriegen als Aushilfsgeselle oder irgend sowas. Ne? Am Anfang haben sie mir gesagt, man gewöhnt sich mit der Zeit an Schleppen. Stimmt nicht. Man packt die Dinge einfach nur geschickter an. Und man fühlt sich irgendwie für die Baustelle verantwortlich. So, jetzt komm mal her, zieh mal die Jacke aus. Was? Ja, ich hab immer den Doppelpack.
Eine Schürze. Jetzt musst du bloß drauf aufpassen, dass du Frauen kloppen. Geht immer links rum. Das musst du links rum machen und ich mache den Hut auf. Ja, das ist cool. Das kannst du denn deine Weiber zeigen, was wir alles drauf haben. Ich stehe nur, bis es hoch geht. Cool siehst du aus. Ich bin 40 Jahre auf dem Bau. 40 Jahre. Und ich habe, sag mal, 30 Jahre davon ausgelegen. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Und die sich nur dann anklaffen und irgendwas. Und wenn sowas mal reinkommt, sind wir wieder noch mal. Das ist halt alles vergessen, ne? Das ist einfach so. Ich dachte, wenn ihr so lange aufeinander hängt, dann gibt's Lagerkoller. Nee, bei uns nee. Das ist ja von einem bei dir nicht, ja. Aber Arbeit ist ja schon genug, wo wir sagen müssen, Scheiße, das darfst du nicht hier mit runterziehen. Das musst du hier unten verarbeiten. Und deswegen haben wir heute beide die Kopftücher. Ja, sieht super aus. Prost. Das ist so, wirklich. Prost. Es ist nicht leicht, die Baustelle nach Feierabend zu vergessen. Vor allem, weil man auf der Baustelle schläft. Wovon träumen eigentlich Bauarbeiter? Samstag ist Abreisetag. Das heißt, für 2 Tage zurück zur Familie. Die meisten haben Frau und Kinder. Irgendwo. Heimweh. Das ist die eigentliche Plage auf dem Bau. Telefonierst du mit zu Hause? Ich? Ja. Mit meinen Eltern, ja. Ab und zu. Ja. Eine Freundin? Hab ich nicht. Ich kenne eine Freundin. Nee, ich hab Schluss gemacht. Scheiße. Boah, letztes Jahr, September. Wegen der Arbeit, ne? Wegen der Arbeit. Hat sie das auch so gesagt, oder was? Wegen der Arbeit. So viel, ne? Die Freizeit oder so? Oder wenig Freizeit? Hm. Hast du überhaupt eine Chance, mal Mädels kennenzulernen? Du bist ja 6 Tage die Woche hier, oder? Was? Ja, nee, im Moment ist schlecht. Montage ist ganz schlecht. Das Rücken in Anland ist ja auch ein Leute, ja. Ich will auch eine Freundin haben. Ja. Dann machen wir uns nichts vor. Die haben dann immer noch ein Haus, da muss noch Rasen gemäht werden, die haben Kinder. Das darf man alles nicht vergessen. Und dann machen sie hier 50 Stunden die Woche. Dann kommen sie nach Hause, sind auch fertig. Und das kommt dann immer noch oben drauf. Ne? Geht's denn auch nicht besser als dir? Das war die Woche. Meine 7 Tage mit schweren Steinen, Butterbroten und dem miesesten Bett der Welt. Vorbei. Tschüss. Tschüss. Ohrenstein falten. Kommt gut hin. Ja, okay. Besucht uns wieder. Ne? Respekt habe ich bekommen. Vor der Arbeit mit den Händen, vor den Menschen auf dem Bau. Und eines, das weiß ich jetzt sicher. Auf dem Bau geht es rau und laut zu. Und immer ehrlich.